Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Futures Handel mit dem Stereo Trader und natürlich an der Stelle in dieser Webinarreihe mit Heiko Behrendt. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FXLED. Ja, ich freue mich, dass Sie heute live dabei sind. Wir haben schönes Wetter draußen und natürlich, dass Heiko für uns wieder die Zeit gefunden hat. Bevor ich an den Heiko den Bildschirm übergebe, müssen wir wie immer den Risikohinweis kurz besprechen. Denn auch hier und heute gilt, dass dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken dient. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Ja, das ist ganz wichtig. So wie immer. Okay, dann hoffentlich ist der Kaffee jetzt fertig und schmeckt auch. Und ich übergebe jetzt den Bildschirm, lieber Heiko. Wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Jawohl. So, dann. Jetzt mal gucken, ob ich gerade einen richtigen erwischt habe. Ja. So. Ja, wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen auch von meiner Seite nochmal. Ja, ich habe mir heute ein bisschen nochmal, so wie man es vielleicht auch aus anderen Webinaren von mir ja gewohnt ist und auch beim letzten Mal so, immer so ein bisschen ein Thema Ausbildungsinhalt und ja, wenn es geht, halt auch ein bisschen Live-Trading, weil ich finde einfach, dass der Mehrwert halt so am besten gegeben ist und warum kriege ich das jetzt hier nicht rübergezogen? Naja, gut. Weil A möchte ich, oder ich sage jetzt mal, nur weil ich jetzt ein Trader ist es jetzt vielleicht, das ist jetzt auch ja immer nur ein kleiner Einblick, eine halbe Stunde, Stunde und lässt ja kaum Rückschlüsse zu auf das, ja, auf so einen gesamten Tag und so. Ja, ansonsten habe ich so dieses, nach dem Ausbildungsthema möchte ich so ein bisschen in den Markt reingehen. Ich sehe mich jetzt nicht dazu oder ich möchte jetzt nicht aus Zwang handeln, weil ich im Future-Handel hier kein Demo-Trading betreiben kann, sondern wenn, dann muss ich halt im Echtgeld handeln. Aber wer auch gewisse Strategien und so weiter übt, der kann ja natürlich auch echt vorher auch im CFD halt anfangen, mit kleiner Size zu handeln. Ich hatte das Thema, hatten wir ja beim letzten Webinar gehabt, dass man halt den Sieg auch ringen kann über die Punkte, nämlich indem man erst auf die Punkte schaut, die man tradet und dann später mal das mit Kapital unterfüttert oder einfach mit einer gewissen Positionsgröße, wo es dann halt auch interessant ist. Gut, wir gehen mal rein in das heutige Thema. Thema ist NQ, ist die Abkürzung für den Nasdaq Future und ein Markt der Extreme. Wir haben in letzter Zeit immer mal doch sehr extreme Marktzustände und da möchte ich ein bisschen drauf eingehen und auch was das für unser Trading oder vielleicht auch für euer Trading bedeutet, weil auch da einhergehend mit sich gewisse Problematiken im Trading ergeben, wofür ihr eventuell ja hier oder auch dann durch eigen Nachdenken oder selber Nachdenken eventuell eine Lösung findet. Und manchmal kommt man aber auch nicht so wirklich direkt auf die Lösung und vielleicht so ein kleiner Hinweis von außen, also in dem Fall von meiner Seite, vielleicht bringt es ja diesen Aha-Effekt. Und ich merke das halt auch bei mir in meiner, ich habe eine Skype-Gruppe, für alle, die den Grundkurs Skype-Trading besucht haben. Und da ist es halt so, da merkt man schon auch, dass dieser Hinweis immer von außen denn schon zum Nachdenken anregen, führen und auch zu einer Veränderung im Trading. Und im besten Fall natürlich verbessert sich damit dann auch das Trading und das Ergebnis halt. Ja. Das ist natürlich das Optimum. Ich sehe gerade, ich habe ein verkehrtes Datum hier drin stehen. Das ist noch vom letzten Monat. Gut, aber sei es drum. Gut, dann. Ja, welche Extremmarktzustände haben wir? Wir haben am 4.6., also am Montag, wird das, nee, letzte Woche Freitag, ja, genau, zu den Non-Farm Payrolls im Nasdaq Future einen ziemlich extremen Trendtag gehabt. Ihr seht das hier. Wir hatten hier vorne, sieht man noch ein bisschen die Zahlen, das ist ein 1-Minuten-Chart, der hier dargestellt ist. Und ihr seht hier vorne die NFP-Zahlen. Der Dirk hat sie ja gehandelt. War ich bei den NFPs da? Nee, ich war gar nicht im Webinar drin, dieses Mal. Ja, jetzt stimmt, ich war Freitag da. Ich habe es ja genau, ich habe ja Freitag sogar verpasst.
die NFP überhaupt zu handeln. Ich hatte einen Termin, der etwas länger ging. Und dann sehen wir hier, das ist der Kassa-Handelsstart in den USA, 15:30 Uhr, und dann hier straight on geht der Markt halt hier extrem stark nach oben. Und wir sehen im 1-Minuten-Chart, wenn ich das ja nochmal so ein bisschen zeige, wir sehen halt hier kaum Korrekturen, also wirklich hier im 1-Minuten-Chart höher, höher, höher. Erste kleine Mini-Konsolidierung, kaum sichtbar, dann nochmal ein deutlicher Plop. Hier ist so die erste etwas längere Konsolidierung. Dann geht es weiter hoch und dann wurde der Markt halt relativ ruhig und ist nach hinten rausgependelt. Ja, also, aber es ist halt auch so, der Markt kam halt nie zurück. Also nicht so, wie man es im Lehrbuch kennt. Bewegung 38% Korrektur oder mehr. Ja, das haben wir einfach nicht gesehen. Und deswegen, je nachdem, wie man dort handelt, kann es halt ein sehr, sehr schmerzhafter Tag sein, weil man halt der Meinung ist, dass man den Anstieg als Trader verpasst hat. Und weil man ja den Anstieg hier verpasst hat, denken ja viele dann halt in dem Sinne halt eher Short. Also das heißt, sie gucken hier nach unten so. Und ja, ich sage jetzt mal, Short zu handeln ist prinzipiell jetzt immer legitim, ja. Aber die Frage ist, was kommt halt hinten bei raus? So, und dann macht der Markt so wie jetzt hier der Nasdaq vielleicht nur eine kleine Konsolidierung. Man hat jetzt das Top nicht getroffen im Short. Man denkt sich, Mensch, jetzt fällt doch runter. Den Tag davor ist der Markt vielleicht in Trend gelaufen und sogar komplett runtergefallen. Ja, und hier an so einem Tag dann, wo man dann denkt, oh, jetzt fällt der Markt runter, dann konsolidiert er, schnippt halt nochmal höher. Okay, das reicht jetzt aber, mein lieber Freund. Und man sucht dann hier wieder die Short Trades. Und so geht das dann halt immer weiter. Und dann kann das halt schon ein ziemlich teurer Tag werden, wenn man dagegen geht. Alternativ natürlich ist es aber auch schwer für einen Trader, der den ersten Move verpasst hat, natürlich auch jetzt hier alternativ die Longs zu suchen, also hier Long Trades drinne zu suchen oder am neuen Hoch halt Long zu gehen. Auch damit habe ich deutlich Probleme, wenn man jetzt mal hier so Punkte einträgt, also selbst hier nochmal Long zu gehen oder hier Long oder was weiß ich, der Long, der wäre natürlich jetzt hier nicht ganz so gut. Aber es ist halt trotzdem auch da halt schwer. Und dann kommt vielleicht auch nicht das raus und man hat vielleicht auch wiederum ein schlechtes Gefühl, weil nicht das rauskommt, was man am Ende halt erwartet hat, weil der Markt dann die ersten Minuten, die ersten 10, 15 Minuten halt wie von der Sau gestochen da durchs Dorf getrieben wird. Und darauf muss man halt dann später sein Trading-Verhalten anpassen. Und das ist halt ein typisches Bild in den USA, dass die Märkte halt, wenn sie starke Trends aufweisen oder große Orders im Markt drin sind, dass sie A, kaum noch Rücksetzer haben, dass sie keine Korrekturen mehr haben und dass sie halt maximal konsolidieren und die Verhältnisse sind extrem gering. Also das heißt, wir sehen einfach nur eine Bewegung, 100 Punkte und 20 Punkte Konsolidierung. Also sind 0,2% von der Bewegung davor. Also nicht mal 23%, ja, oder teilweise sogar noch geringer. Ja. In dem Fall hier ist der Markt halt 130 Punkte am Stück gelaufen und dann war halt Ende Gelände. Was ist der andere extreme Marktzustand, den wir dann haben? Das ist in dem Fall die Range ist jetzt von vorgestern, ne, der 7.6. Wir sehen hier die Handelsspanne von 15:30 Uhr. Von 15:30 Uhr bis grob bis 18 Uhr habe ich hier mal zwei Striche gemacht. Und was wir halt sehen, ist halt, ja, genau das Gegenteil von dem, was man rechts sieht. Also eigentlich ein absoluter Katastrophenchart. Wir sehen halt, dass der Markt halt hoch und tief, also auch wieder ein 1-Minuten-Chart halt rausnimmt, umdreht, durch das Tief fällt, wieder umdreht, hier durch das Hoch geht, wieder zurückkommt, hier mehr durchfällt, bis an das Tief, da leicht drunter, dann wieder. Also ziemlich unstrukturiert, unschön, hässlich und genau das Gegenteil, wie gesagt, von dem, was wir auf der anderen Seite haben. Und dennoch ist es so, dass die Range von 15:30 Uhr bis 18:30 Uhr gehalten hat, bevor es dann irgendwie oder 19 Uhr dann erst danach ist dann ein Trend hier entstanden, den ich jetzt hier nicht mit drauf habe. Problem von solchen Phasen ist natürlich, dass wir auch wiederum uns komplett anders verhalten müssen wie in dieser Trendphase. Nämlich, wenn wir jetzt hier unten, ich mache mal zwei Beispiele, hier auf der linken Seite haben wir den Long getroffen als Beispiel, ja, und ziehen halt einen Stop-Loss nach. Und auf der anderen Seite gehen wir hier bei einem Breakout auf der Unterseite Short, als Beispiel hier unten.
dann haben wir halt ein Problem. Ja, also auf der einen Seite läuft es halt weiter, auf der anderen Seite geht es durch das Tief durch und dann komplett reverse und egal wo ich wahrscheinlich meinen Stop hinlege, werde ich ausgestoppt oder ich muss halt extrem hohe Risiken in Kauf nehmen, dass der Markt hier extrem hohe Risiken in Kauf nehmen möglicherweise, um dann zu wissen, ob ich richtig oder verkehrt lag. Aber das möchte man ja als Trader eigentlich auch nicht. Also wenn man zumindest rein analytisch herleiten kann, dass wir einen Marktzustand haben, dann ist halt immer die Frage, bleibt der Marktzustand oder ändert er sich? Ja? Und wenn der Marktzustand bleibt, sollte ich halt auch, solange wie es geht, halt in dieser Range halt versuchen zu handeln. Ich sollte an beiden unterschiedlichen Marktzuständen entsprechend angepasste Trading-Regelwerke haben. Und das ist nämlich eines der Probleme, was ich ganz oft oder auf was ich ganz oft stoße in Mails, Telefonaten, Gesprächen in meiner Skype-Gruppe, dass die Leute halt oft das Gefühl haben, dass sie sich verkehrt verhalten, obwohl sie eigentlich alles richtig machen. Aber es ist ja am Ende halt so, dass der Markt das ja bestimmt, wie ich mich verhalten sollte. Ja, und wenn ich nur ein Setup, also nur ein Management-Regelwerk habe, zum Beispiel sagen manche Leute, ich handle immer mit einem 10-Punkte-Stop oder ich handle immer mit Trailing-Stop oder ich handle immer mit Take-Profit. Das hat alles Vor- und Nachteile und es ist halt nicht immer sinnig. Ja. Weil wenn ich dann irgendwann mal hier herausgefunden habe, dass wir auf der linken Seite einen Aufwärtstrend haben und auf der rechten Seite, ich mache es trotzdem mal rot, eine Seitwärtsrange, dann sollte ich mich ja entsprechend anders verhalten, ja, wenn es geht. Ich meine, mir fällt das genauso schwer, denn ganz ehrlich, wenn ich 2 Stunden Range sehe, dann gehe ich durchaus auch davon aus, Mensch, jetzt bricht doch zum Beispiel hier endlich mal diese Short Range, kann ja nicht so schwer sein. Ich glaube, der Dirk hat ja gestern einen ähnlichen Trade gemacht, der ja am Ende auch in Gewinn gelaufen ist. War gestern Dienstag, ja, in Gewinn gelaufen ist, indem er halt diese Short Range, den Bruch dieser Short Range fokussiert hat. Ich meine, ich habe dann zwar hier in dem Fall, also mein Trade platziert war hier, wo der Dirk den Short hatte und dann ich habe da 5 Punkte gemacht und der Dirk hat dann später halt, weil in dem Falle der Markt halt der nochmal runtergekommen ist und auch durchgefallen ist, konnte er den Trade ja ganz gut beenden. Aber das Problem ist halt prinzipiell in der Range, wenn die Range eine Range bleibt, dann muss ich halt, klar, wer das halt drauf hat, kann das übers Trade Management eventuell auch lösen. Was halt nur nicht passieren darf, ist, dass der Markt halt hier hochgeht und dann komplett rausgeht, sondern der Markt, nehmen wir mal hier das Beispiel weiter vorne, als Beispiel, man hat jetzt hier den Short gewählt. Und der Dirk oder andere Leute könnt das ja auch ganz gut, ja, dass man hier über das Trade Management weitere Positionen reinnimmt und eventuell sich seinen Schnittkurs nach oben zieht und dann hier trotzdem die Chance hat, dann seinen Short Trade vielleicht entweder hier unten zum Teil aufzulösen oder hier. Das heißt, die Exits sehen dann so aus, der hier unten geht da raus, der geht da raus und der geht da raus oder was ich, der geht da raus, wie auch immer. Kommt halt drauf an. Aber man sieht, so ein Problem kann man vielleicht nochmal übers Trade Management lösen. Wir sehen hier im Großen und Ganzen eine 30-Punkte-Range. Ja, eine 30-Punkte-Range. Und von daher ist es halt schon so, dass man das vielleicht übers Management halt gelöst bekommt. Aber es ist halt auch nicht schön, wenn der Markt dann halt komplett oben raustritt. Aber ihr seht, es macht natürlich Sinn, vielleicht auch in dem rechten Chartbild mit dem Trailing Stop zu arbeiten, macht da nicht wirklich viel Sinn. Und deswegen halt da so ein bisschen der Hinweis, sucht euch entsprechend für die unterschiedlichen Marktzustände auch unterschiedliche Trading Vorgehensweisen. Also handle ich mal mit Take Profit, versuche ich mit Trailing Stop zu arbeiten, handle ich mit Teilausstiegen, handle ich mit Teilentries, ja, in der Range macht das vielleicht Sinn, mit mehreren Einstiegen zu arbeiten, als nur mit einem Einstieg, weil der Markt halt ja mehrfach an einer gewissen Stelle vorbeikommt. Aber das müsste alles, sorry, das müsste alles ihr sozusagen für euch selber herausfinden. Ich habe das für mich geregelt. Und versuche halt auch so einen Mix immer aus beiden Sachen zu fahren. Ja. Und genau, das Ganze habe ich nochmal für euch zusammengefasst. Wenn wir uns das nochmal, also was bedeuten diese unterschiedlichen Marktzustände
fürs oder was bedeutet das für mein Trading? Diese Marktzustände, Range oder Trend halt können über mehrere Stunden anhalten. Also man sollte hier, das bezieht sich jetzt auf Nasdaq Future, wobei natürlich auch andere Märkte Ewigkeiten in der Range halt bleiben können, ja. Aber prinzipiell bin ich eher der Typ, der über eine gewisse Zeit, ich sage jetzt mal über 1, 2 Stunden, sage ich schon auch eher, Range bleibt Range und Trend bleibt Trend. Aber es kommt dann aber auch durchaus eine Zeit, wo ich dann schon auch der Meinung bin, dass sich dieser Marktzustand verändern kann. Aufgrund einfach der Positionierung, die sich zum Beispiel in einer Range ergeben. Und manchmal nehme ich dann halt auch innerhalb einer Range, versuche ich dann auch den Breakout zu traden. Aber das muss halt auch nicht zwingend halt aufgehen und ich bin mir über die Risiken halt bewusst, dass ich halt auch vielleicht verkehrt in der Range halt einsteigen will, wenn der Ausbruch nicht kommt. Wenn ich auf den Durchbruch auf der Unterseite spekuliere und ich bin halt short, dann muss ich halt bereit sein, den Trade extrem schnell wieder glattzustellen. Plus, minus 0, minus 2 Punkte, 3 Punkte, was auch immer. Also vielleicht auch für Anfänger ist es halt eher eine Überlegung zu sagen, Marktzustände bleiben so, wie sie sind, halt erhalten. Ja. Es ist halt vor allem hilfreich an diesen wenigen Tagen, wo der Markt halt entweder den ganzen Tag in einem Trend läuft oder halt sehr lange Zeit in der Range läuft. Weil ich habe auch durchaus Trader, die ich gecoacht habe, ist es schon so, dass ich hier Trader habe, die immer auf den Ausbruch setzen. Also das heißt, keine Ahnung, lassen wir mal die Range eine Stunde gelaufen sein, ja, und dann geht's halt los. Ja. Oben Ausbruch, Long. Klappt nicht. Okay, wir drehen unten, wenn es oben nicht raus will, auf Short, unten Ausbruch. Okay, klappt wieder nicht. Wir drehen wieder oben Long. Ah, fuck, klappt wieder nicht. Wir drehen unten Short, doppelte Position, damit ich die Verluste wieder reinkriege. Markt geht wieder hoch und zieht nach oben weg und im Konto gibt es halt ein ganz großes Aua. Ja, als Beispiel. Um es einfach mal extrem zu machen. Also das Schlimmste, was ich je erlebt habe, nein, nicht je erlebt habe, aber es war, glaube ich, auch so eine Trading Range, die über 7 Stunden ging. Ja. Und ich glaube, ich habe 2, 3 Stunden auch diese Range gehandelt, habe dann auch irgendwann angefangen, mal zu versuchen, den Breakout zu handeln. Und da habe ich relativ wieder viel abgegeben. Und wenn man dann mal ausrechnet, was in so einer lang anhaltenden Range da möglich ist, was man an Punkten halt liegen lässt auf der Straße und einfach danach handelt, relativ, ja, dumm kann man nicht sagen, aber schematisch einfach davon ausgeht, dass der Marktzustand erhalten bleibt, dann ist es halt schon vielleicht lukrativer. Natürlich, die Probleme bekommt jeder von uns dann, wenn ich davon ausgehe, dass der Zustand erhalten bleibt. Das ist natürlich der problematische Bereich hier. Ja. Weil natürlich ich, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass der Marktzustand anhält und ich handle so, wie ich da es handeln sollte, nämlich hier oben die Shorts, dann habe ich hier natürlich das Problem, dass ich der Trader bin, der ausgestoppt wird und vielleicht auch doof ausgestoppt wird. Es kann ja auch immer noch mal so laufen, dass der Markt halt hochzieht, kommt wieder zurück, stoppt hier meinen Short aus und dann geht er vielleicht höher, ja, oder kommt noch mal zurück oder geht dann halt unten raus. Das kann immer mal passieren, aber davor hat man ja vielleicht auch mehrere Trades gehabt, die halt positiv ausgegangen sind, sodass man den einen Ausstopper sicher leisten kann. Ja. Gut, die Mixed-Tage, die sind halt genauso hässlich. Das heißt, dass wir Tage auch manchmal haben, wo der Markt in einer Range läuft, dann kommt er hoch, dann haben wir Trend und dann denkt man, okay, jetzt geht es weiter im Trend, dann geht es wieder in eine neue Range, dann wird die Range nach unten gebrochen, dann geht es wieder hoch, dann wieder beginnender Trend. Kaum am Hoch angekommen, geht es wieder runter, dann wieder hin und her und dann vielleicht doch wieder Abwärtstrend. Solche Tage sind natürlich hässlich, weil sich der Marktzustand nicht wirklich definieren lässt. Und so einen ähnlichen Tag haben wir ja gestern auch im DAX gesehen. Ja. Sind dann halt die schwierigen Tage, die, ja, wo man sehr viel, ja, vielleicht sogar dreimal um die Ecke denken muss. Gut, dann, also je nach Zustand, wäre es idealerweise gut, sein Trading-Verhalten auch anzupassen. Problematisch wird es halt, wenn sich der Marktzustand ändert, wie gerade eben gezeigt. Und die Aufgabe von uns als Trader ist es meiner Meinung nach, dass wir uns versuchen, diesem Trading-Verhalten an diese Marktzustände anzupassen. Ich habe jetzt mal nur ein plakatives Beispiel in der Range, zum Beispiel Trading mehr mit Take Profit und weniger mit Stop Loss oder Trend Trading mehr mit Stop Loss, also oder Trading Stop und weniger mit Take Profit, um es jetzt einfach mal ganz plakativ hier zu zeigen. Ja. Genau, und
Ja, idealerweise erkennen wir Marktzustände und deren Veränderungen im Verhalten so schnell wie möglich. Also je besser man das halt erkennen kann, und da kommt es auch eher auf die Nuancen an, wie der Markt sich zum Beispiel Richtung Ende einer Range dann auch bewegt, dass man da halt nicht, dass man das halt schnell aufnehmen kann. Und sowas kann man auch trainieren, wenn man halt einfach nur sich mal für 2, 3 Wochen auch als Anfänger zum Beispiel vor dem Markt halt hinsetzt. Und einfach nur mal mitdenkt und überlegt, okay, mein Gedanke, die Aufgabe gebe ich immer vielen Tradern halt auf. Analysiere einfach mal live den Markt halt mit, ohne einen Trade, weil viele traden halt auch im Demo und dann sehen sie halt nur das Plus und das Minus und das führt halt immer dazu, dass man in so einem Tunnelblick halt emotional nur an Gewinn und Verlusten denkt und einen eigentlich Haufen Informationen halt flöten gehen. Ja, das heißt als Beispiel, der Markt, der läuft jetzt hier und man überlegt jetzt, okay, was könnte der Markt als nächstes machen? Und jetzt steht der Markt hier oben und genau an dem Punkt macht man bei sich einen Screenshot und sagt sich, ich gehe davon aus, dass der Markt ausbricht, oben die Range hält, nach unten ausbricht, was auch immer man für Gedanken halt zu dem Zeitpunkt hat. So, und dann kann man ja einfach mal gucken, okay, wie hat das der Markt in den nächsten 10, 20, 30 Minuten oder Stunde ausgebaut oder ausgehandelt oder ausgespielt und man sieht dann, okay, der Markt ist halt ausgebrochen, das hat genau zu meinem Gedanken gepasst, der Markt ist hier nach unten weggebrochen, hat die Range nach unten verlassen, hat überhaupt nicht zu meiner Gedankenwelt gepasst. Hätte man das erkennen können? Wenn ja, wie? Ja, gibt es irgendwie ein Anzeichen? Und so weiter und so fort. Und da könnt ihr euch da das Ganze dann auch üben und vertiefen, ja. Und wir werden uns jetzt auch gleich da mal anschauen, wie der Nasdaq halt so ausschaut. Ich mache es halt am Nasdaq, weil der Dirk ja der Dow-Trader ist. Den DAX handle ich am Nachmittag selber nicht. S&P kann man sich auch angucken, aber da ist auch teilweise manchmal die Volatilität zu gering, sodass im Sinne der Kosten, die ich halt im Future-Handel auch habe, dass es da für mich nicht ganz so sinnvoll ist, da zu handeln. Und deswegen ja, macht der Nasdaq für mich jetzt aktuell relativ viel Sinn. Ja, und mal gucken. Dennoch muss man sagen, finde ich den Nasdaq aktuell manchmal auch ziemlich auch anstrengend. Aber ich merke es ja auch am Dirk, wenn der mal im Dow ist, dann sagt er auch, oh Mann, ist auch ziemlich anstrengend. Ich habe den Dow, weiß ja auch nicht, ich analysiere den am Morgen halt immer mal in einem anderen Webinar, aber getradet habe ich den Dow jetzt bestimmt dieses Jahr so gut wie noch gar nicht. Wenn ich überlege, dass ich halt früher den Dow jeden Tag hoch und runter gehandelt habe. Aber so ändern sich halt die Geschmäcker. Und ja, mal gucken, was dann heute passiert. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir gerne Fragen auch zu diesem Ausbildungsthema stellen. CL, ja, CL habe ich auch lange Zeit gehandelt. Ja, kann man sich vielleicht auch mal wieder antun. Jetzt ist es ja doch. Sieht es ganz gut aus, aber ich habe es in letzter Zeit auch wenig mir angeschaut. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt prinzipiell wenig Zeit habe, gerade fürs Handeln. Ist halt auch so ein kleines Problem, was ich halt mit mir rumtrage. Aber gut, wir gehen mal rein dann in die Märkte. Also wenn ihr halt Fragen habt dazu, dann her damit und ja. Gut, dann sind wir soweit mit der Ausbildungsthema hier mal durch. Und schau mal, was der Markt denn so heute hier zu bieten hat. So. So, jetzt mal gucken. Hat sich, dass ich das hier mal rüberkriege. Das Panel von euch. Ah, jetzt habe ich es. Kann ich es anpassen. So. Gut. Dann gehen wir mal rein hier in den Future. So. Okay. Von der anderen, kurz. Achso, kam gerade noch ein Hinweis, dass das CL ganz gut läuft. Ja, also, wie gesagt, ich habe es wirklich eine lange Zeit auch gehandelt, das CL. Vielleicht muss man sich es mal wieder antun.
Aber es ist jetzt auch immer so, ich habe jetzt mit dem, bin mit dem, wenn ich den Nasdaq Future gehandelt habe, oft relativ gut gefahren. Aber was jetzt natürlich war, sind solche Extremtage, da habe ich auch ganz schön zu kämpfen mit dem Markt halt. Sofern ich halt handel. Ja. Genau. Dann gut. Also von der Analyse her, wenn wir uns den Nasdaq hier mal anschauen, und da sehen wir, dass wir aus so einer internen Range hier ausgebrochen sind. Oben ist Widerstand, ist rot. Also hier aus dieser Range sind wir per gestern raus, sind dort unten reingelaufen und von dort aus wieder weg. Fies war gestern das Reverse von hier oben, also von dem Hoch aus direkt nach unten gesmasht, ohne, ja, ohne irgendeinen Ansatz. Und ja, das war schon nicht so schön, aber am Ende hat sich ja der Markt dann beruhigt, ist dann mehr oder weniger aber auch in eine Range reingedriftet und hat also am Ende da auch nur so einen, ja, einen doofen Mix gemacht, nämlich nur eine Trendbewegung und danach halt Range, die dann wieder ein bisschen gekauft wurde. Heute stehen wir relativ ja, im oberen Drittel der gestrigen Handelsspanne, aber sind noch in der Handelsspanne von gestern drin. Also hier mal gucken, wohin es den Nasdaq heute treibt. Also sehen wir hier den Breakout nach oben. Ups. Verkehrtes. Na, komm her. Also, das will ich. Also. Na, dann halt nicht. Dann ziehen wir das sowieso mal hier rüber. Wartet mal. So. Jetzt ist zum Beispiel rechts ein bisschen Platz. So. Also sehen wir halt jetzt hier den Move in Richtung Tageshoch von gestern und höher. Ja. In diesem Bereich halt hinein. Hier sind die Allzeithochs. Oder sehen wir halt so wie gestern, dass das Hoch doch deutlich abverkauft wird und ja, positiv oder negativen Fall, je nachdem, wie man das sieht, entweder ein Abpraller in den Bereich um 13.774 da kriegen oder vielleicht back in range und dann halt den Anstieg hier ziemlich stark dann wieder neutralisieren. Also mal sehen, was da für ein Marktzustand heute auf uns wartet, ob wir das relativ gut kategorisieren können und dann mal sehen, ob man daraus dann entsprechend die Trades ableiten können, sofern dann einer kommt. Werde dann noch mal ein bisschen darauf auch eingehen, wie ich dann versuche, das zu handeln, sofern ich eine Range oder einen Trend halt erkenne. Ja. Gut, dann schauen wir mal, wie es halt da oben so läuft. Und auf der Oberseite und auf der Unterseite, da wird es halt spannend, wenn wir an die 13.800 hier in diesem Bereich halt hier hineinkommen. Ja. Die Widerstandsbereiche habe ich jetzt hier grau markiert, die dann halt kommen aus diesen beiden Hochs und dann halt hier aus dieser Range um das Allzeithoch drumherum. Das wird dann sicherlich dann nochmal spannend werden, ob wir da halt so einen Zug hinsehen, ne? So einen Drive. Gut. So, wir haben es jetzt so 15:30 zum Beispiel, ist es bei mir auch so, die ersten 5 Minuten handle ich halt nicht. Ja, da warte ich meistens ab. Kann natürlich schädlich sein, wenn wir jetzt zum Beispiel in den ersten 5 Minuten halt so eine starke Bewegung haben, wie bei den NFP-Zahlen da, dann ist natürlich klar, ist der Markt halt weggelaufen, aber in vielen, vielen Fällen oder an vielen, vielen Tagen ist halt so, dass der Markt da auf beiden Seiten das erstmal alles abholt und deswegen. Ja. Also Analyse von der Analyse her, um es einfach nochmal kurz zusammenzufassen, ist, wir haben den Ausbruch aus der Range, haben hier einen Trend. Und ich schaue hier eher schon nach oben, würde eher auf Range und hier oben Widerstand gehen, wenn ihr zum Beispiel die Stunde so wie gestern auch hier den Abverkauf sieht und ich hier anfange, dass der Beginn dieser Stunde hier verkauft wird, sodass da ein Schatten entsteht, also ein Docht auf der Oberseite, dann würde ich halt überlegen, sobald der schwarz wird, dann eher auch die Short-Seite aufzunehmen in Richtung 13.800 Haupthandelsbereich von gestern. Gut. So. So, dann haben wir hier hier unten nochmal im 15-Minuten-Chart das Ganze und hier habe ich das Ganze im 1-Minuten-Chart. Das ist hier eine Heatmap, die hier mit programmiert wurde vom Martin und ja, mal gucken, wenn hier diese großen Orders, wenn der Markt, also hält er auch gerne mal an sowas halt an. Ja. Aber ihr seht ja jetzt, wie der Markt hier flackert schon wieder.
und mal gucken, was ist. Auf der linken Seite haben wir hier den 5 und den, also 5 Minuten Chart in blau und braun im Hintergrund und den 1 Minuten Chart mit schwarz-weißen Kerzen. Die beiden Zeiteinheiten, die hier als Kombination ist, der sogenannte X-Frame. Ja. Gut, also ich warte, wie gesagt, immer die ersten 5 Minuten ab, weil ich nicht weiß, was passiert. 16 Uhr kommt heute noch. Mal sehen, ob das jetzt eine Auswirkung hat. Kann durchaus Zinsentscheid Kanada und 16:30 halt die Ölmarktzahlen wie jeden Mittwoch. Ja. Gut. Also wenn man jetzt mal das, was wir gerade eben aus dem hernehmen, aus dem Webinar, was wir bis jetzt gehört haben, dann hatten wir hier, sei jetzt mal so eine kleine Trading Range gehabt. Aus dieser Trading Range sind wir jetzt der Versuch gerade aktuell da oben auszubrechen. Und die Frage ist halt, wenn wir aus dieser Range wirklich jetzt per 5 Minuten Chart auch ausbrechen, können wir da drüber bleiben? Ja, nein. Und wenn ja, laufen wir dann aus der Range halt in den Trend und dann müsste man halt mal gucken, ob man hier dann den Trend halt handelt in Richtung Tageshoch von gestern. Ja? Also hier Tageshoch von gestern 13.917 ganz grob. Ja. Gut, gehandelt wird, wenn dann eine Mikro-Nasdaq-Future sind 0, sind 2 Dollar pro Punkt. Ja. Genau. So, jetzt sind wir wieder drin in der Range. Das ist einer der Gründe, warum ich halt die 5-Minuten-Kerze nicht handle. Ich mache mal 5-Minuten-Chart only hier vielleicht nochmal an, damit man es nochmal sieht. Also wir sehen jetzt hier die lange 5-Minuten-Kerze. Und der Markt kann sich jetzt nicht entscheiden und die Kerze war hier mal weiß, mal rot, mal weiß, mal schwarz und jetzt ist sie wieder schwarz und gleich ist sie wieder weiß. Ja, und von daher ist das für mich eigentlich ganz gut, wenn ich da drinnen erstmal nicht handle zur Eröffnung. Genau. Gestern zum Beispiel so war es halt schon so, dass man über die Einzelwerte durchaus das halbwegs gut erkennen konnte, so ein bisschen das Top. Aber das ist halt auch nicht immer gegeben. Gestern war Apple halt sehr schwankungsintensiv und die sind ja nun mal das Schwergewicht auch im Nasdaq. Vielleicht hier nochmal die Apple-Aktie gestern, also Powerplay nach oben und dann komplett in sich zusammengesackt und das ist dann halt auch einer der Gründe gewesen, warum der Markt dann halt so aussah, wie er aussah. Hier sehen wir jetzt auch die Apple heute ein bisschen schwächer. Mal gucken, wie weit die hier runterkommt. Ja. Oder ob am Ende jeder Wert sozusagen seins macht. Also aktuell ziemlich stark überlappende Kerze in den ersten 5 Minuten. Ja, bei der Range von der Kerze und der Vorbörse. Also wie gesagt, ist jetzt hier der 5-Minuten-Chart, der offen ist. Ich lasse den mal hier an. Puh. Also, was man zwar halt sieht, im positiven Falle sind die ganzen Lunden hier unten, die auf einem Niveau sind. Der Markt versucht sich hier nach oben abzusetzen. Wenn das gelingt, ist okay. Aber mehr sehe ich da jetzt auch noch nicht. Ne? Ja, wenn man jetzt hier überlegt, man im Skype Trading wären das hier zwischen 1 bis 5 Punkte. Ja, das heißt für mich 2 Dollar bis 10 Dollar. Pro Kontrakt bei der Schnelligkeit, bei der Bola jetzt da auch irgendwie Position aufzubauen, das kann man sich, glaube ich, denke ich mal schenken. Oder man muss halt hier extrem schnell sein. Ja. Gut, ja, unter wir auf der rechten Seite, das ist ein 1-Minuten-Chart, wie gesagt, mit dieser Heatmap drin. Und achso, was ich hier auch noch eingestellt habe, und das ist halt das Schöne im Stereo Trader, das Volumen, was ihr hier hinter seht, das Level 2, das ist nicht vom Mikro-Future, sondern das vom Nasdaq-Future. Also das heißt von dem echten, von dem größeren. Ja, ist eigentlich immer ganz interessant, weil das im Mikro ist ja nicht so aussagekräftig oder sieht auch ganz anders aus. Und da ist es dann schon besser, wenn man hier das hier hatte. Was man vielleicht gerade ganz kurz gesehen hatte, wir hatten eine Limit-Buy-Order, die wurde ganz kurz angehandelt. Hier unten die, genau. Und danach ist der Markt nach oben geschnippt. Das wäre durchaus jetzt ein minimaler Hinweis, dass wir eine Käufer drinne ist, der den Markt jetzt hier nach oben pusht. Gut.
Ja, wie gesagt, der Markt ist halt hier schon sehr schnell. Also die war jetzt gerade ganz gut und er füttert diese Order. So. Also mal gucken, ob er das hier rausnimmt. Und wenn er es rausnimmt, mal gucken. Normalerweise, also wenn er es rausnimmt, diese Kontraktzahl, können wir mal hier reingehen. Wenn er das hier rausnimmt, dann ist es auch so, man sieht, er nimmt es halt nicht wirklich raus. Ne? Und wenn er es rausnimmt und der plumpst halt 3 bis 5 Punkte runter und danach sofort wieder nach oben, dann weiß man eigentlich, dass auch der Trade hier, der Käufer, dann trotzdem immer noch drin ist. Also hier wird ordentlich reingestellt. Also ist schon sehr, sehr gut. Eigentlich müsste ich aber Long handeln, ne? So, jetzt kommt der, jetzt haben sie es einmal rausgenommen. Wenn jetzt der Markt da drüber bleibt, also über der 85 jetzt drüber bleibt, wäre es okay. Ansonsten wäre das Thema jetzt durch. Also jetzt müsste in der nächsten Minute der Markt wieder über die 85 handeln, dann wäre es okay. Ansonsten ist das Ding erstmal wieder durch. Also wäre sehr, wie sagt man, uneinig der Markt. So, jetzt würde ich mir das gerade nochmal hier herholen auf einen. Ja. Gut, also mit den Kerzen hier gerade kann ich nichts anfangen. Da bin ich immer ganz froh, dass ich dann meinen Kaffee schon gemacht habe. Ja, die Heatmap ist im StereoTrader, gibt es aber jetzt nicht offiziell zum Runterladen oder so. Also die ist so gesehen nicht dabei, die gibt es aber als Indikator. Weiß jetzt nicht, ob es die sogar offiziell mittlerweile gibt. Da bin ich jetzt gerade überfragt. So, im 5-Minuten-Chart haben wir jetzt hier die Kerze dann doch wieder komplett abverkauft. Wir hatten da oben doch relativ viel Action ja, in der Nähe vom R2, also auf der 85. Da ist ordentlich was umgegangen. Weil jetzt kommen einige Werte runter. Und mal sehen, ob jetzt sogar die Unterseite gleich gehandelt wird. Ja, das ist genau jetzt so eine Phase, da heiß abwarten und Tee trinken. Wir haben unterschiedlichste Verläufe in den Einzelaktien. Das bedeutet schon eigentlich eher Range. Wenn ich jetzt hier aber im 5-Minuten-Chart reingucke, dann sieht schon eine Range auch nicht wirklich gut aus. Es ist bis jetzt nur überlappende Kerzen. Von der Struktur her im 1-Minuten-Chart wäre jetzt hier unten der Bereich um paar 60 interessant. Aber ja, da muss man mal gucken. Das wäre ja vielleicht nochmal. So, ich habe jetzt mal einen Long Trade hier reingenommen und noch einen zweiten hier unten als Limit. Mal gucken. Also von meiner Reaktionsgeschwindigkeit schon wieder echt atemberaubend. Gefühlt bei 82 dran gedacht und bei 66 erst rein, ne? Also 4 Punkte. Später sieht man, wie schnell der Markt ist. So, jetzt wäre es natürlich gut, wenn der Markt halt nicht ausbricht auf der Oberseite, auf der Unterseite, sorry, und jetzt in der Range halt wieder zurückkommt. So, was ich jetzt brauche hier auf der rechten Seite, seht ihr den Minutenchart. Also ich bräuchte auf alle Fälle jetzt hier einen Break des Hochs dieser 1-Minuten-Kerze, damit das Ding wieder hochgeht. Ansonsten müsste ich halt gucken, dass ich den Trade hier vielleicht plus minus null dann beende.
Also ich gucke jetzt hier auf den Break an der 68. Wenn der kommt, ist okay. Und wenn nicht, dann wird es halt nichts. Ja, hier ein Limit Pullback ist gesetzt. So, jetzt sind wir genau am Hoch der 1-Minuten-Kerze dran. Und mal sehen, ob er das eintradet. Plus minus null. Also wie gesagt, ist jetzt fürs fast zu gering die Volatilität hier. Umsetze hier mit der Größe dran. Mal gucken, was die nächste Minute macht. Aber auch hier wäre jetzt schon auch die Überlegung, wenn das jetzt nicht oben rausgeht hier. Aber das sieht jetzt ein bisschen besser aus. Mal gucken, ob die Eindecken jetzt kommen. Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus. TI mal angeschnitten. Mal gucken. Wenn der Breakout kommt, ist okay. Wenn nicht, dann lassen wir uns halt gleich. Gehen wir halt raus. Okay, na gut, das war's. Also einmal unten die Range ganz in der Range ganz gut gefüllt. Also das war jetzt schon ganz gut, da die 10 Punkte mitzunehmen. Aber ja. Aber ihr seht halt, der Markt ist halt schon relativ volatil. Und ja, in der Minute, also allein in der Minute, ihr seht das ja, wie das hier auf und ab geht, sind das 7, 8 Punkte. Und klar ist halt, man muss halt immer überlegen, lasse ich den Plus minus null oder gehe ich hier oben an der Range raus, prinzipiell. Ja, wir sehen jetzt hier, dass die Range sich so ein bisschen verändert hat. Also die sieht jetzt hier ein bisschen, also im 1-Minuten-Chart kann man es ja auch sich noch ganz gut einzeichnen. So, jetzt läuft halt richtig gut, aber gut, das weiß ich halt am Ende ja auch nicht. Ja, vielleicht mit einem anderen Trade Management oder mit, ja, kommt man vielleicht auch bis hoch, aber die Idee war jetzt mal gar nicht so verkehrt. So, ich wollte jetzt hier unten das ja eigentlich einzeichnen. So, also hier die Unterstützungsbereich sieht jetzt hier nicht ganz so gut aus und oben der Widerstandsbereich. Ja. Also wenn man es noch einen Ticken besser gemacht hätte, ja, aber also der Entry hier war natürlich super gut, aber ja. Durch die hohe Vola oder hohe Schwankungsbreite bin ich jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, der Markt war hier oben, ja, 14, 15 war ich im Plus, am Ende sind es 9 oder so geworden. So. Aber ich hätte jetzt auch keine Lust, jetzt den Stop hier unten unter dem 1-Minuten-Chart hinzulegen und zu überlegen, ob jetzt der Ausbruch hier kommt auf der Oberseite oder nicht. Ja. Okay, also. In der Nachbetrachtung wäre es sicherlich ein anderes Stop-Loss, also nicht mit Trail, sondern vielleicht hier nochmal 1 Minute und dann hier oben TP. Aber ich wäre auf alle Fälle oben raus, ich hätte es nicht auf den Breakout gehandelt. Gut, aber unten mal die Range erwischt. Okay. Exit ausbaufähig für heute. Gut, ja, die Microsoft ist heute hier der Player, die hier ziemlich stark unter steil gehen. Und die Apple hat so ziemlich Gap zugemacht und dreht jetzt nach oben weg. Ja, also das ist hier der starke Lauf von Microsoft in Richtung Tageshoch von gestern. Die halt ab Eröffnung wegziehen. Zweitschwerster Wert. Und hier nochmal die Apple-Aktien. Nicht ganz das Gap zugemacht, aber jetzt hier umdreht. Mal gucken, ob sie hier drüber gehen. Und dann wäre ja auch im Nasdaq noch ein bisschen Platz nach oben. Gut, das sieht jetzt hier doch besser aus. Das ist halt, oder das wäre das Optimum, wenn man das halt erwischt. Die Range hier unten, das ist natürlich, wäre der Best-of-Trade, die Range hier unten, einen Teilverkauf, dann am oberen Widerstandsbereich hier oben und als Option, dass man den Trade dann hier als Breakout sogar mitlaufen lässt und dann vielleicht hier den Trailing Stop dann von mir aus unterm 1-Minuten-Chart oder hier hinlegt oder dann hier oben an einem anderen Ziel halt dann aussteigt oder am Tageshoch vom Vortag oder was auch immer man als Exit-Grund dann halt hat. Ne? Also das kann man durchaus machen. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber gut, das ist nun mal so eine Erwartungshaltung. Doch mehr erfüllt. Passiert.
Ja. 14 € waren es gewesen jetzt hier, aber gut. Potenzielle Abkacker vom. Ach, der Dirk ist auch da. Im M15. Gut, DAO habe ich hier gar nicht mal offen. Ich habe hier noch ein DAO Future offen. So. Also wenn der Nasdaq es gut machen sollte, gibt's dann wäre jetzt das eine, denn ab jetzt Feuer frei nach oben. Bin mal gespannt, ob das hier passiert. Wie gesagt, Nasdaq und DAO kann man halt echt absolut nicht vergleichen. Die laufen teilweise so extrem unterschiedlich. Liegt halt auch daran, dass wir hier dass die Techs mittlerweile im DAO halt sehr stark untergewichtet sind. Also die Apple aufgrund des Aktiensplits damals von schwersten Wert, weiß gar nicht, ins Mittelfeld abgerückt ist. Ja, und deswegen ist das Verhalten hier auch korreliert das ganz, ganz wenig mittlerweile mit dem Nasdaq. Ja. Gut, also das ist eigentlich so ein genannter Wick-Test hier. Machen die im Nasdaq eigentlich immer mal ganz gerne. Aber jetzt bräuchte man ja noch den Push zum Ende der Minute. Ja, nicht geschafft. Schade. Aber ihr seht halt, wie schnell hier der Markt hier hoch und runter pfeift. Jo, fiese Nummer oben raus. Mit der Minute nicht geschafft, Aufgabe derer, die den Breakout hier getradet haben und sofort gecuttet. Also im Nasdaq muss man da schon extrem schnell sein. Da hat man manchmal nur 10 Sekunden Zeit, wenn überhaupt, zum Überlegen. Boah. Also wer hätte die Kerze oben geschlossen, die Minute davor, dann wäre es okay gewesen. Meines Erachtens nach sogar in Richtung Tageshoch und Dip. Normalerweise ist es oftmals so, dass sie eigentlich das Tageshoch noch rausnehmen und dann erst abkacken. Aber hier jetzt ein paar, also ich hätte es ja gerne gesehen, dass wir hier noch die paar Minuten bis, ja, die 20 Punkte sind jetzt auch nicht so viel und dann vielleicht dort die Verkäufer sehen, ähnlich wie gestern. Ja, gestern hier. Da hat man auch richtig aggressiv reingesmasht in das Hoch. Zeige ich mal hier, da. Also das Hoch und dann direkt feuerfrei hier so relativ stark nach unten. Gut, dann sind wir einmal von oben nach unten durch. Also das ist halt natürlich schon fies. Wäre am Ende, wenn ich es ja unten getradet hätte, am Ende ein Plus minus Null Trade oder leichter Minus, hätte jetzt natürlich hier die, also 2 Minuten so, das so zu halten und zu warten, dass das halt hier doch nicht unten rausgeht. Das mache ich auch nicht an so einem Hoch als Breakout. Ja, schöne 5 Minuten Kerze, wenn man so will. Oder hässlicher. Gut, dann warte ich jetzt mal ab, die geben auf alle Fälle jetzt Gas hier nach unten. Da komme ich jetzt wahrscheinlich nicht rein und ich will jetzt auch hier jetzt nicht in den Short reingehen im Sinne von, das geht dann doch wieder zurück in die Range, nachdem man es oben angetäuscht hat, dann unten raus. Also die Bewegung davor ist mehr Kasse und das hier kommt so mehr aus dem Future heraus. Das heißt, hier gibt es wirklich einen aktiven Akteur, der in diese Hoch so wie gestern halt hineinverkauft. Und scheinbar ist er im Bereich um ja, 13.880 denn da. Am Ende ist es ja auch gestern von den 13 oder ich sage jetzt mal ganz grob plus minus 20 Punkte um die 13.100 drumherum. Ja, also da ist auf alle Fälle jemand da, der gestern in diesem Bereich halt massiv verkauft hat und sieht jetzt auch aus, vielleicht wenn es das heute auch nochmal passiert. Und wir sehen das hier oben rechts hier am Stundenchart, wie sich jetzt die Kerze umdreht. Und damit müssen wir jetzt wahrscheinlich auch langsam hier umdenken. Ja. Also Stundenkerze aktuell
jetzt in den letzten 10 Minuten schwarz geworden. Interessant wird es dennoch, wenn wir hier das Tief der letzten Stunde, also vor Handelseröffnung, rausnehmen, mal gucken, ob es dann vielleicht sogar Richtung 13.800 geht. Werden wir hier zwar jetzt nicht mehr erleben, aber gut. Ja, selbe wie gestern, genau. Also es war auf alle Fälle schon ein guter Test des Hochs und weg, aber was halt gefehlt hat, war, dass die Kerze oben schließt. Das halt, hat halt gefehlt. Und ihr habt auch gesehen, wie schnell das ging. Also, na, genau. Ich sage ja immer mal gerne, nach falsch kommt schnell. Und das war schon, also wer sich das nochmal im Video anschaut, wie, ich glaube, ich würde mal meinen, die letzten 3 bis 10 Sekunden, wo diese Minutenkerze so eingesackt ist und dann sofort mit der neuen Minutenkerze flop runter. Ja. Und da lässt man natürlich dann auch keine Luft dran und zieht das dann einfach durch, das Teil. Ist aber auch legitim, natürlich an der Stelle reinzugehen, wo halt auch viele handeln, ja, also oder wo man denkt, okay, ich meine, für den Future Trader, der das hier macht, natürlich legitim, weil oder die beste Option, nämlich so hoch wie möglich reinzugehen, aber derjenige weiß natürlich, der das macht, der hat halt auch ein paar Stücke, die er in den Markt reinschmeißen kann. Und hier zu wissen, dass man hier auf eine Latte von Breakout Trader, Long Trader trifft, die hier dieses Tageshoch von gestern vor Augen haben. Ja. Was man halt überlegen muss, ist derjenige da, der da oben verkauft, ja oder nein? Vielleicht kann man das nach dieser Minute hier sehen und der Folgeminute, aber vorher würde ich jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt darauf spekulieren würde, dass das hier wirklich über dem Hoch so reinzieht in diese Range. Ich meine, klar, dieses Ende der 5-Minuten-Kerze hat es ja dann gezeigt, aber da muss man dann schon auch schnell sein und schnell umdenken. Da weiß ich, da bin ich im Webinar hier viel, viel zu langsam. Ja. Ja. Also, das ist auf alle Fälle ganz gut gemacht. Jetzt mal gucken, ob es hier nach unten durchrollt. 6 Minuten noch bis Stunden-Close. Ja. Ja. Das ist sozusagen so die Story behind the chart. Ja, also hier sieht man es im Stundenchart sehr weit oben. Ja, das geholt. Ich wollte eigentlich hier an dem gestrigen Tag, ich gucke mal kurz, ob ich. So, nochmal hier der Push über das Limit hier versucht, gerade nach ein bisschen nach oben zu kommen. Seht ihr das hier? Pusht man auch so ein bisschen. Aber wie gesagt, auch im Nasdaq muss man durchaus aufpassen, wenn der Markt in Action-Mode ist, dann sind halt 100 Kontrakte auch im Markt halt nichts. Ne? Es kommt aber nur darauf an, wenn man so eine Order sieht, so ein Limit, was passiert danach? Wenn man entsprechend sehr schnell ist, kann man das immer mal nutzen, wenn man sieht, am heutigen Tage, wie vorhin auch bei der Bewegung nach oben, da lassen sich ein paar Punkte mitnehmen. Aber wie gesagt, im Mikro ist es halt nicht ganz so teuer oder auch im Gewinn kommt vielleicht nicht ganz so viel halt rum. Wenn man jetzt nur mit einem Kontrakt handelt, aber wenn man da das halt aufstocken kann, dann ist es okay. So, jetzt sind wir wieder drin in der Range, also den Ausbruch erneut nicht geschafft. Ja, und so muss man halt seine Gedanken immer an den Markt halt anpassen. Also, ja, bis jetzt ein sehr unsauberes Bild. Gibt es ja sicherlich auch als Formation irgendwie, dieses hier, dass das sich so nach unten aufdehnt. Ja, mal sehen, wie lange das noch geht. Also, es gibt auch Phasen, da schaukelt sich sowas wirklich lange auf. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal hier hoch, neues Hoch. Dann wieder komplett runter, irgendwann ein neues Tief und dann wieder hoch und dann ja, werden immer beide Seiten halt rausgeholt. Gut. Ja, für einen Short käme jetzt, aber ich handle auch so 5 Minuten vor Stundenende und zum Stundenende auch eher selten. Was hier nochmal für mich ein möglicher Short wäre innerhalb der Trading Range, wäre, wenn jetzt das Hoch dieser 5-Minuten-Kerze hier abverkauft werden sollte. Das heißt, die nächsten eine Minute oder ein paar Sekunden der Markt jetzt hier einsackt und die nächste jetzt schwach wird, dann wäre das nochmal eine Option hier zum Stundenende den Short nochmal zu suchen in Richtung untere Range. Ja, ansonsten, dann lass halt wieder hochgehen. Ne? Ja, gibt auf alle Fälle schönere Chartbilder. Aber ich, wie es der Dirk auch immer sagt, wir können es nicht beeinflussen.
machen die anderen. Also achtet mal jetzt darauf, was passiert, wenn wir hier unter das Tief der letzten Minute fallen, ob wir da nochmal versuchen, an das Tief nochmal runterzugehen. Halt unter das Tief. Ansonsten dreht er das hier wieder hoch. Schöne, schöne. Eieiei. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt merkt, an der Stelle vielleicht auch mal so, viele handeln ja ab Start einfach, knallen die halt ihre Orders da in den Markt rein und handeln in Vollgas. Also das ist jetzt für mich prinzipiell ein Chartbild. Klar, das kann man traden, man kann alles traden, was man will. Es ist aber jetzt zum Beispiel jetzt auch für jetzt sage ich jetzt mal ein ruhiges Handeln oder ein Handeln, wo ich weiß oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit weiß, dass ich einen Vorteil im Markt habe, ist das hier nicht das Bild. Ja, und es ändert sich ja alle Minute und bis ich das aber ausgeführt habe, ist oftmals die Situation vorbei. Also wer jetzt merkt, okay, das ist ja ein Bild, was ich gar nicht greifen kann, nicht anfangen wie wild zu handeln, sondern sich auch mal zurückzunehmen und sagen, gut, dann warte ich halt ab. Man kann ja auch mal eine halbe, dreiviertel Stunde oder auch mal eine Stunde warten, macht irgendwas anderes, guckt dann wieder auf den Markt und sieht, okay, das ist ein Chartbild, mit dem kann ich was anfangen. In dem Markt habe ich auf alle Fälle einen Vorteil und dann kann man ja da drin auch handeln. Ja. Also das ist jetzt für mich ja ein Bild, wo ich ganz ehrlich sage, ich habe nur Risiken, ohne dass ich weiß, was rauskommt. Es kann natürlich trotzdem ein Gewinn werden, aber es ist halt auch die Möglichkeit gegeben, dass ich jetzt mit einem einzigen Trade mir so einen großen Verlust reinhole, wo ich gar nicht bereit bin, diesen reinzuholen. Warum? Wir stehen jetzt halt hier in der Mitte der Range. Also wir haben einmal, wenn wir das so wollen, diese Range auf der Oberseite verlassen. Jetzt hier auf der Unterseite sind jetzt hier wieder drinnen. Und jetzt ist natürlich die Frage, sehen wir jetzt, dass hier das Hoch dieser letzten 5 Minuten Kerze rausgenommen wird und jetzt fällt der Markt nach unten. Ja, also hier so nach unten weg und wir gehen auch eher in den Sell-Mode oder der Markt schafft es halt erneut, hier weiter zu steigen, höher zu gehen, wieder an das Hoch der Range und egal, wie ich mich jetzt positioniere, ich habe auf alle Fälle irgendwie 20 Punkte Stop-Loss und muss halt darauf hoffen, dass ich vorher 3, 4, 5 Punkte in die richtige Richtung mache, bevor der Markt mich halt mit minus 20 ausstoppt. Und da ich da keine Lust drauf habe, nehme ich mich dann immer bei sowas dann auch zurück und sage, okay, dann sollen die anderen machen. Wie gesagt, man kann sowas handeln, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man hier auch eventuell mehr Risiken eingeht, als man es vielleicht auch zum Eingang meint bei einem Trade, ist halt auch gegeben. Also per 1 Minute, ihr seht das hier unten, haben wir zwar das Tief hier angefixt, aber auch da die Kerze sofort wieder hoch. Ja, dennoch jetzt in der Struktur, also im Sinne der Range-Struktur ist es eigentlich schon eher so, dass man hier versucht, über dem Hoch dieser 5-Minuten-Kerze eher die Short zu suchen, aber wir sind halt auch mitten in der Range, also von daher. So, jetzt wäre das Ziel auf der Unterseite, also hier von der 72 bis zur 65, wenn die Minute durchhält, 61 und wenn es halt richtig gut wird, 47. Das wäre jetzt so sozusagen der Trade zur neuen Stunde. Am Ende, wir sehen es trotz alledem im Stundenchart durch das Hochziehen der letzten 10 Minuten, ist die Kerze doch wieder weiß geworden. Wir haben ein höheres Tief zum Tief davor. Ja, schön ist anders. Also über dem Hoch. Und Exit jetzt so unter dem Tief der 5-Minuten-Kerze suchen, ja, wäre halt sozusagen so ein Box-Setup. Oder Trailing Stop anschmeißen und wenn der Markt halt hier noch ein bisschen durchsaust, dann ist okay. Wie gesagt, hier unten haben wir die ersten paar kleineren, bisschen größeren Orders, Limits liegen. Mal gucken, ob der Markt die jetzt, also in der Range respektiert er oftmals diese Levels, in einem Trend halt eher weniger. Gut, also ich habe den Short mitgemacht, sehr gut. Also kann man machen, ist auf alle Fälle legitim. Also prinzipiell ist es so, sobald ich mehr oder weniger Range-Charakter im Markt feststelle, was hier oben für mich jetzt nicht so aussah, dass hier durchaus nochmal ein bisschen mehr Potenzial auf der Oberseite war, hier in dem Bereich. Aber prinzipiell, wenn man Range-Charakter feststellt, unterstellt, dann versuche ich halt immer über dem Hoch die Short zu suchen, unter dem Tief die Longs zu suchen. Das ist jetzt nicht bei jeder Minute so und auch nicht bei jeder 5-Minuten-Kerze so, aber es ist halt das, worauf ich dann schaue und das ist halt oftmals, hat man da den Vorteil auf seiner Seite. Ich meine, in einem oder den anderen Webinar habe ich das auch mal gezeigt,
Der Nachteil ist natürlich, man muss halt in der 5-Minuten-Kerze entscheiden. Und es gibt natürlich auch Phasen, wo ich hier unten unter so einem Tief zum Beispiel einen Long eingehe. Und dann fällt der Markt halt die Minute komplett durch. Und ja, ich habe halt dann einen Loss, den ich halt akzeptieren muss. Genauso auch hier oben den Short irgendwie hier in so einem Bereich zu nehmen, führt ja trotzdem dazu, dass man ja nicht weiß, ob am Ende die Kerze nicht richtig bullisch schließt. Ja, das sind halt die Risiken, die man halt hat, die man da halt nehmen muss, wenn man so will. Ja. Das Schöne ist ja, wir sind ja nicht gezwungen zum Handeln, sondern wir dürfen handeln. Ja, das vergessen auch immer viele. Ja. Gut, dann mal gucken. Endlich mal was anderes als der DAX. Ja, wie gesagt, so eine Alternative sich mal anzugucken, ist immer ganz gut. Und ja, ich meine, vielleicht, oder was ja auch mal ganz gut ist, wenn man jetzt gewisse, vielleicht als Tipp auch, ihr habt gewisse Regelwerke, mal als Beispiel im DAX, und ihr merkt, okay, im DAX, ich weiß nicht, kommt irgendwie nicht vorwärts, dann nehmt einfach mal eure Regelwerke und schaut euch halt einfach mal einen alternativen Markt halt an. Und vielleicht zufällig passt das gerade, dass andere Märkte die Regelwerke, die man selber hat, vielleicht besser umsetzen. Ne? Es kann aber auch sein, dass man sagt, Alter, das, was ich hier im DAX handle, das funktioniert im Nasdaq oder im Dow oder was auch immer überhaupt nicht. Ja. Und da muss man das halt dann für sich dann entscheiden. Aber man kann es ja mal ausprobieren. Wie gesagt, das ist immer mal eine Alternative. Was ich auf alle Fälle sagen kann, im Nasdaq muss man eine ganze Ecke schneller sein und eine ganze Ecke mehr auf Zack. Aber das hat für mich halt auch den Vorteil, so wie jetzt in einer Minute, ja, wenn ich hier so eine Minutenkerze erwische mit 10, 15 Punkten, dann weiß ich, okay, ich nehme das mit. Fertig aus, macht das 4, 5 Mal am Tag und das läppert sich dann schon über den Tag, weil die Volatilität eigentlich im Nasdaq oft doch ganz gut hoch ist. Er kann einen aber auch in den Wahnsinn treiben, weil im Nasdaq ist es auch nicht ungewöhnlich, dass zum Beispiel hier 5, 6, 7 Kerzen in Folge jetzt abwechselnd schwarz-weiß sind. Und wer da immer auf den Ausbruch spekuliert, der wird richtig, richtig verladen, sagen wir es mal so, und kann richtig teuer werden. Also von daher da einfach mal ein bisschen aufpassen. Ja, es gibt die Phase jetzt hier ist jetzt auf alle Fälle nicht so schön. Ja, und was man im Nasdaq durchaus auch mehr oder weniger, und da bietet der Stair Trader ja auch Möglichkeiten, Limit Pullback sollte man hier durchaus nutzen oder Limit Orders als solches. So, jetzt sind wir hier unten an den. Habt ihr das gerade gesehen, war auch noch mal ein bisschen. Hier sind Limits noch mal drin. Können wir noch mal gucken. Hier 80 Kontrakte. Ja. Wer halt schnell ist. So. Ja, wir haben, also hier merkt man wahrscheinlich jetzt gerade den Zinsentscheid doch aus Kanada. So, hier ist gerade irgendwie was stehen geblieben bei mir. Ah ja, auch eher selten, dass hier der Future stehen bleibt. Aber gut, also was ich gerade sagen wollte, ich habe gerade eben überlegt, ob ich hier unten nochmal so ein Limit an der Kontrakteorder reinlege, aber ich glaube, das wurde nicht nochmal gefüllt jetzt. Ja. So, jetzt sind wir hier wieder in Play. Ja. Also auch unter das Tief, was zu erwähnen bleibt, unter das Tief der letzten 5 Minuten Kerze drunter gefallen, jetzt erstmal Gegenreaktion. Wenn da auch wieder jetzt das Hoch, also dieses Hoch dieser 1 Minuten Kerze hier rausgenommen wird, ist wieder Powerplay nach oben gesagt, komplett Eindeckung in Richtung der 72, wäre dann wieder ein Trade. Ne? Also der Fokus unter dem Tief auf die Longs zu gucken, über dem Hoch eher auf die Shorts. Ne? Und wie gesagt, das kann man dann auch mal gucken. Ja, damit sind wir eigentlich so ziemlich durch. Also zum Ende bleibt zu sagen, trotz des schlechten Chartbilds, ja, einen schlechten Trade ist am Ende schon ein schlechter Trade, wenn man sieht, was draus geworden ist. Der Limit-Trade war hier richtig gut gewesen, also ziemlich das Tief abgegrast. Ja, vielleicht, ja, manchmal ist es halt so, dass es ganz gut ist, in der hohen Volatilität mit einem engen Trading-Stop zu arbeiten. Ich habe hier TA20. Manchmal nimmt der Einheit direkt mit. Ja, heute war es nicht der richtige Stop-Loss. Das Ende der Minute abzuwarten, kann man sagen, ist okay, aber es gibt halt genug Fälle, wo es auch nicht okay ist, das Ende der Minute abzuwarten. Nur mal als Beispiel, wenn man jetzt hier so eine Minute abwartet, man ist hier Short drinne
in der Kerze, der Markt läuft halt komplett runter, man ist eigentlich unten und wenn man die Minute abwartet, ist man am Ende der Minute wieder da oben. Das ist halt die Frage, ist es gut oder ist es nicht gut? Also ich kenne halt den Markt und ja, manchmal ist es gut, manchmal ist es halt nicht gut. Hier in der Nachbetrachtung muss man ganz offensichtlich sagen, es wäre heute besser gewesen, etwas anders zu handeln. Ja. Weil ich meine, es war jetzt auch nicht so, dass man jetzt irgendwie 50, 60, 70 € hinten lag oder vorne. Also von daher auch aus Euro-Geschichte gesehen hätte man es vielleicht hier ein bisschen anders machen können. Und wäre dann, aber hier oben wäre auf alle Fälle für mich der Exit gewesen, also der Breakout dann eher weniger. Ja. Gut. Gut, ich bin gespannt, wohin das Ganze sich auflöst oder wie lange es halt rangig bleibt. Von der Marktstruktur her kein so schönes Bild. Wir können es eigentlich heute nicht so klar klassifizieren, wie ich das jetzt bei den beiden Extremtagen gezeigt habe, in der Ausbildung gerade eben. Aber das ist halt auch normal und da muss man halt für sich dann gucken, wie man das Ganze halt umsetzt. Ja, und wenn er halt mal sagt, okay, ich tue mir den Nasdaq mal an, ihr könnt das ja auch testen im US-Tech CFD, man muss ja nicht den Future handeln. Gut. Ja, wenn ihr Fragen noch habt, dann könnt ihr mir die gerne noch stellen, aber bis jetzt gab es keine Fragen, eher nur Komplimente für heute. Ja, und ja. Ja, wenn ihr das besser umgesetzt habt als ich, ist es doch allemal viel besser, ne? Also besser für, also ist doch immer gut, ne? Ja, ich muss halt denken und reden und handeln gleichzeitig. Ja, und das verlangsamt halt ja durchaus die Geschwindigkeit der Reaktion. Ja. Genau. Also Limits legen durchaus immer im Nasdaq, vor allem in der Range, oftmals gut, weil ihr seht das hier an dem Unterschied vielleicht nochmal als allerletztes als Hinweis. Ihr seht hier habe ich Market geklickt. Bin bei 67 reingekommen und gefühlt habe ich bei 64 geklickt. Ja. Der Markt ist halt so schnell, dass da ja, 2 Punkte, ja, sind dann halt $4, sind jetzt hier nur $4 im Großen, also im Nasdaq, nicht im Mikro, sondern im Mini-Future sind es dann schon $40 durch Market-Klicken. Und dagegen hier unten die Limit-Pullback-Order, die wird dann da unten gefüllt, das kriege ich halt Market geklickt halt relativ schlecht hin. Ja. Und dann hier ein bisschen was mitgenommen. Gut, aber viel zu wenig, klar. Gut, an der Stelle. Dann, ja, jetzt war es das aber wirklich von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat die Stunde Trading gefallen oder auch Ausbildung plus Trading plus Käffchen trinken. Und ja, am Ende noch, das habe ich heute ganz vergessen, wollte ich nochmal darauf hinweisen, zum Thema Marktstrukturen und ja, Analyse und auch Trading in Ranges und Trends. Vielleicht für die, die da sind. Gerade auf meiner Seite, ich weiß gar nicht, ob es eingefügt ist. Habe gerade eine kleine Aktion gestartet. Genau. Das ist der Grundkurs Skype Trading. Gibt es eben aktuell vergünstigt mit dem Gutscheincode anstatt 999 799 €. Und das Interessante ist, das Range-Modul. Das Range-Modul ist sogar kostenfrei, weil das Range-Modul das ist, was die meisten Leute, die den Kurs halt haben, am öftesten, am meisten mit anschauen. Also wenn ihr drauf geht, dann ist dieses Modul 30 Minuten, also es ist nicht das komplette Modul, aber 30 Minuten halt, könnt ihr euch hier angucken und da geht es genau um dieses Thema, ja, geht es genau um dieses Thema, sich das hier anzeigen zu lassen. Also soll es jetzt nicht gehen. Gut, kann man E-Mail-Adresse noch eintragen. Aber wenn man es jetzt von Anfang an laufen lässt, überspringt das vielleicht, weil ich jetzt Vorsprung wollte. Dann kann man sich das hier mal in Ruhe angucken und wer dann Interesse hat, kann ja da entsprechend dann den Gutscheincode dort eingeben bei der Bestellung und sich den Vorteilspreis sichern. Und hier wird nochmal gezeigt, wie man halt so in dieser Range dann agieren kann. Und das geht genauso für Nasdaq wie auch für den DAX. Gut, dann wünsche ich euch, wie gesagt, an der Stelle ja, noch erfolgreiches Lernen und Traden. Hoffe, dass ich hier ein paar Hinweise geben konnte und bin gespannt, ja, was dann heute noch so passiert. Ja, wann sehen wir uns wieder, wenn ihr Lust und Laune habt? Der Nelson weiß es am besten, wann die Termine sind. Du hast, ah ja, hier, ich habe die Termine. Kann ich selber machen. Bin Da warst du bestens schneller als vorbereitet. ich. Ja, da war ich 14.07. schneller. Genau, ich habe nämlich gerade hier unter meinem Stapel an Papier
das gerade gefunden, am 14.07., wenn ihr mögt, ja, Genau. lade ich euch gerne wieder recht herzlich ein zu Kaffee, Ausbildung und Trading. Und wenn ihr bis dahin vielleicht ein Ausbildungsthema habt, auch betreffend Thema Futures vor allem halt, das, was ja hier so ein bisschen gezeigt werden soll, was ja einzigartig ist bei FX Flat oder der einzige deutsche Broker ist hier FX Flat, der Futures anbietet im MetaTrader 5, ja, und das zu auch günstigen Konditionen, dann schaut doch da, dann lasst mir einfach eine Mail da. Ja, und ja, da hätte ich es eigentlich soweit. Ja, freut mich, wenn es euch gefallen hat. Sehr gut, viel gelernt. Schönen Feierabend, geruhsamen Feierabend. Werde ich jetzt auch machen und mich in den Garten verabschieden. Wünsche euch noch eine schöne Zeit und wie immer am Ende der Nelson, der hübsche Nelson, ohne Kamera. Ich bin auch ohne Kamera, was das wohl zu bedeuten hat. Aber ja, gestern Oh, beim. da hat der Dirk aber was angestellt jetzt. Nein, vielen Dank, Spaß. Heiko. Ja, gut, ich kenne dich ja auch in Live und Farbe. Ja, du hast das letzte Wort und darfst gerne das Webinar hier beenden. Ich an der Stelle verabschiede mich. Hat mir trotzdem Spaß gemacht. Ein bisschen traurig über den nicht ganz so guten Trade, aber ich denke mal, das ist, liegt in der Natur eines jeden Traders oder auch Sportler oder Kämpfer, dass man halt immer eigentlich das beste Ergebnis möchte und nicht so ein Wischiwaschi-Ergebnis. In dem Sinne, gut, jetzt halte ich aber endlich die Klappe und für die letzten Worte zurück an den Nelson. Bis dahin, ciao, ciao. Ciao, Heiko, vielen Dank für das Webinar. Wieder sehr interessant. Siehst ja, hast ja auch vorgelesen, die Feedbacks im Chat. Und ich habe mich sehr gefreut, dass so viele dabei waren und hoffentlich auch was mitnehmen konnten. Wünsche natürlich ebenfalls viel Erfolg weiterhin diese Woche. Und dir, lieber Heiko, noch einen schönen Nachmittag im Garten. Und Danke. würde mich freuen, wenn Sie dann auch nächstes Mal wieder dabei sind. Aufzeichnung kommt wie immer so schnell wie möglich online zum Nacharbeiten. Und bis dahin wünsche ich alles Gute. Bleiben Sie gesund und gute Trades. Bis dann. Tschüss.